Jo moin, meine lieben Mäuschen. Heute ist mal wieder Reaction-Schmi-Action-Time. Und ich habe mich heute mal ganz mutig in die dunklen Bereiche des Internets vorgewagt. Hier, ZDF-Mediathek. ZDF, was haben wir denn da alles? Guck mal hier. Da. Ich gehe mal hier auf, guck mal. Wetten, dass der Showklassiker. Mit Tommy Gottschalk. Tommy, er sieht gut aus. Seit er wieder zurück aus Malibu ist, sieht er gut aus. Das Gesicht sieht gut aus. Frisch, straff. Ich sehe gerade die Kommis. Wann ist Wetten, dass? Samstag ist Wetten, dass. Dann passt doch. Machen wir Reaction, Schmi-Action, Wetten, dass. Mal gucken. Hier, Best of. Los geht's. Top die Wette gilt. Das Beste aus 30 Jahren, Wetten, dass. Da kommt auch unter Thomas Gottschalk. Wann ist das? Ich schätze mal so Mitte der 90er Jahre. Original mit dem Outfit kannst du schön in Neukölln gewinnen. Mit dem Outfit bist du in Neukölln Gewinner. Schon vor 30 Jahren von Tommy im Fernsehen getragen. 8 Minuten diesen 15 Meter hohen Turm. Rupert Ebner wettet, dass er mit einem 15 Tonnen schweren Bagger einen 15 Meter hohen Turm besteigen kann. Mit dem 15 Tonnen schweren Bagger 15 Meter hohen Turm besteigen, Alter. Bist du verrückt, Mann? Kann ich das Zeichen geben? Ist das Falco? Wie ist denn der Außenmoderator? Wer ist der Außenmoderator? Ist das Falco? Schreib's in die Kommis. Oder ist das Percy Hoven? Ist das der junge Markus Lanz? Wieso hat er eine Autogrammkarte von sich in der Hand? Top, die Wette gilt. Und das ist sensationell, meine Damen und Herren. Ein 15 Tonnen... Guck dir an, wie er hochklettert mit dem Bagger. ...gebaut wurde, um mit seiner Schaufel 3000 Kilo zu heben, hebt jetzt mit seinem Arm sein Eigengewicht. Er hat keinen Helm auf, nix. Gar nichts, wenn er runterfällt, stirbt der Mann. Ist vorne diese Festplatte dran? Unverantwortlich. Das ist unverantwortlich. Aber sich aufregen über die Hot Chip Challenge und dann so eine Scheiße im Fernsehen bringen. Unverantwortlich. Das muss man so sehen. Ohne das keine Hot Chip Challenge. Diese ganzen Leute, die auf dem Gebäude oben rumspringen, weißt du, auf den Dächern so rum wie Katzen. Woher haben die Inspiration? Woher haben die den Mut? Woher haben die Ideen? Wetten, dass 1997 schon so eine Scheiße gemacht? Öffentlich-rechtlich finanziert oder was? Unverantwortlich, meine Meinung. Und er schafft es ihm. Super, die Wette. Rupert. Guck mal, Ruperts Gesicht. Alter, der riskiert da gerade das Leben von sich und von Millionen anderen. Und der sieht aus, als würde sich gerade schön irgendwie den Rupert jucken. Ne? So sieht er aus. Guck mal, wie er aussieht, Mann. Denn jetzt hüpfen die Buchstaben da. Und jetzt dreht er da unten noch mit die Klöten. Eros Ramazzotti bringt seine Frau mit, Michelle Hunziker. Guck mal, wie sieht sie aus? Da kommt sie raus. Nee, in dem Moment hat sie da schon gewusst, wie oft sie eines Tages durch diese Tür raus muss. Und guck mal, wie sie Eros Ramazzotti hinten stehen lässt und direkt zu Tommy läuft. Die Beziehung von Michelle und Thomas, 10.10.98, da. Da begann sie. Kuss, Mund, Zungenkuss. Darf ich mal ganz kurz. Und Eros ist schon raus, Alter. Er ist da voll am Rumpfingern. Und sie auch. Und Eros will einfach nach Hause schon, weil das nicht erträgt. Thomas Gottschalk seine heterosexuelle Aura, Alter. Der ist so heterosexuell. Thomas Gottschalk hat's erfunden, Mann. Ah, warum gehst du, sagt sie. Oh, jetzt er ist schnell noch irgendwie schön ihn da unten am Beigehen, ne? Er wirft sich vor den Penis von Thomas Gottschalk, damit da nichts passiert. Gut. Ein paar Uhr in Michael. Du Angst habe ich, Michael. Ich habe diesen Moment lang erwartet, weil ich schwärme. Und jetzt beginnt schon. Ey, kurze Analyse mal eben. Ich gehe noch mal kurz zurück. Beziehungsanalyse. Ich habe diesen Moment lang erwartet, weil ich schwärme von ihm. Jetzt dauert das ein bisschen, bis Eros es checkt, erst wird übersetzt, er versteht es dann zwar, aber er kann es trotzdem nicht glauben, deswegen ist die Verzögerung nochmal doppelt so lang, weil in dem Moment ist da die Scheidung schon angebahnt. Oh! Und Tommy ist gerade in seiner Unterhose, weil sich einen kleinen Gottschalk reinschlawinert. Hallo, einmal. Unglaublich. Und Millionen gucken zu. Trifft mich hart. Ja? Wetten, das ist auch ein großes Abfeiern von Heterosexualität. Und ich finde, das ist okay. Das muss doch noch erlaubt sein in Deutschland. Ein Triumph für dich. Ein Kerl säuft aus dem Fressnapf. Tim Vetter aus Tutzing wettet, so, dass er einen Hund... Guck mal, Michael Mittermeier, Thomas Gottschalk, Heino Ferch, Martina Gedeck, Salen Dayan,
Inka Bause und Ali Schwarzer. Eine ist nach diesem Auftritt auf dem Sofa wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Die andere hatte damals, glaube ich, eine große Show. Martina Gedeck, du fährst irgendwas mit Nazis oder RAF oder sowas. Hier, noch ein Knasti, ganz rechts außen, Boris Becker. Und Michael Mittermeier zehrt immer noch von diesem Moment. Also ich glaube, den Anschwung, den er damals bekommen hat, auf dieser Couch bei Wetten, dass, das ist nur immer der Antrieb für Michael Mittermeier, da rauszugehen auf die Bühne und sein Ding zu rocken. Und jetzt wird ein Hundenapfel leer geschleckt, das will ich sehen. Los, gib ihn. Top. So, jetzt wird geschleckt und go. Heute auch ein ganz normaler King in Berlin, ganz normal. Damals noch kurios, heute jeder Zweite schlägt Hundenäpfe. Philippe Hinterkock, die wettet. Legendär, die letzte Ausgabe von Mallorca 2011, Alter, legendär, prägend. Philippe, du kannst kommen. Aus der Stierkampfarena in Mallorca. 5 Kokosnüsse mit den 10 schälen, Philippe. Am Ende war das letztlich eine große Entschuldigung, dass das ganze Wetten, das Thema schön für 4 Wochen nach Malle fahren kann. Ein Tag arbeiten, der Rest wird gechillt. Fertig. Top. So, es wird eine Kokosnuss geschält, alles klar. Und los. Ah! Oh. Mein Gott. Ja, jetzt guckt doch nicht so. Er hat doch vorher gesagt, er schält jetzt die Kokosnüsse mit dem Mund. Und die alle voll so, oh Gott, er macht das wirklich. Ja, na klar, Mann. Auch so eine Zeitkapsel, Frisuren-Zeitkapsel. Was für ein Panoptikum der deutschen Frisuren. Viele deutsche Frisuren. Lassen Sie den Personalausweis stecken. Ich sehe an Ihrer Frisur, dass Sie Deutsche sind. Ich würde jetzt einfach mal den Promi spielen und für den nächsten Nein. Kandidaten wetten. Frank Elstner sitzt im Publikum. Dahinter ist Guido Knopp, glaube ich. Hoffentlich erzählt er gleich, dass er Wetten, das erfunden hat. Mensch, ist ganz gerührt, er war gar nicht drauf vorbereitet. Frank Elstner. Er muss jetzt einmal sagen, dass er Wetten, das erfunden hat. Sag mal, wenn ich dich schon mal so nah hier habe, ich habe ja versucht, dich zu überreden, weiterzumachen. Jetzt weiß ich's wieder. Es war die letzte legendäre Ausgabe von Wetten, das. Frank Elstner war da, Thomas Gottschalks letzte Ausgabe. Man sieht's an seinem traurigen Blick. Man sieht, wie das komplette Leben aus ihm schon rausgewichen ist. Die ersten Hyaluron-Unterspritzungen haben mir übrigens dazu geleistet, dass das Gesicht so aussieht. Aber auch der Abschiedsschmerz. Auch noch auf Mallorca. Dem deutschesten Ort, um Wetten, das zu beenden. Also deutscher als Mallorca geht's nicht. Jetzt ist Frank Elstner da und gleich wird verkündet, wer nach Thomas Gottschalk Wetten, das übernimmt. Euch. Ich weiß es noch, oh Gott. Aber willst du nicht so ein ganz klein bisschen schon das Geheimnis lüften? Du weißt doch todsicher, wer das nach dir macht, oder? Nee, der weiß es selber noch nicht. Oder die. Also es ist, ich darf nichts verraten, ich weiß es auch wirklich nicht. Wie, er verkündet jetzt gar nicht, dass Markus Lanz der Nachfolger ist? Nein, noch eins machen wir. Wir sagen alle, danke Thomas und danke Thomas. Danke Thomas. So, hör auf. Standing ovation. Ja, ja. Ey, ZDF, ich würde es machen. Just give me a call, das mache ich. Wenn Tommy keinen Bock mehr hat, mache ich das, kein Problem. Zu Tommys, allerdings inflationsbereinigt, auch zu Tommys Gehalt aus den 90ern. Ansonsten mache ich es nicht. Ja. Also, ich mache vielleicht Live-Twitch am Samstagabend, dann machen wir gemeinsam Wetten, das gucken. Seid mir dabei. Mit dem 2. sieht man besser.